Also hier in Gießen ist es echt klasse. Die Leute sind alle super nett, die Professoren sind gut. Gießen ist die Stadt mit der höchsten Studierendichte in ganz Deutschland und das merkt man einfach. Man kann hier gut abends weggehen und man trifft Leute und gefällt mir echt gut hier. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Einführungswoche. Da lernt man ziemlich schnell viele Leute kennen. Man feiert natürlich auch viel. Tagsüber haben wir dann was über die Uni gelernt, haben gelernt, welche Module wir belegen müssen. Je länger ich dann hier studiert habe, desto begeisterter war ich. Wenn man Probleme hat oder irgendwelche Fragen zu den Vorlesungen, gibt es immer einen Ansprechpartner. Die Professoren hier sind alle sehr freundlich und aufgeschlossen. Viele Dozenten kommen direkt aus der Praxis und können uns unsere Fragen, die wir haben, sehr praxisnah beantworten. Nichtsdestotrotz ist Uni natürlich auch Studieren, viel Lernen und Neues lernen. Also man muss sich auch mal hinsetzen und ackern. Wir wünschen uns zum einen natürlich, dass sie motiviert sind, dass sie engagiert sind, dass sie wirklich für das Fach brennen. Dass sie rechts und links schauen, dass sie lesen, dass sie das aktuelle Geschehen verfolgen, dass sie sich auch vielleicht in Debatten beteiligen, dass sie mal kritische Fragen stellen, auch mal Dinge prüfen, Dinge mal von anderen Seiten beleuchten. Das ist für sie wichtig, aber das ist auch für die Vorlesung interessant und das macht die Vorlesung spannend, solche Fragen. Sie können ihr Studium selbst nach ihren persönlichen Interessenschwerpunkten, nach ihren persönlichen Stärken gestalten und sich so ein optimales Profil für ihre späteren Berufsziele erarbeiten. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, die Länge Ihres Bachelorstudiums beispielsweise selbst zu bestimmen. Sie können entscheiden, ob Sie nach 6 Semestern Ihren Bachelorabschluss erwerben und vielleicht später dann einen 4-semestrigen Master dranhängen oder ob Sie sagen, ich möchte beispielsweise einen längeren Auslandsaufenthalt in mein Bachelorstudium integrieren oder aber ein etwas größeres Nebenfach. Dann wählen Sie den 8-semestrigen Bachelor. Sie müssen sich nicht schon im ersten Semester festlegen, was Sie in den folgenden Jahren machen möchten, sondern Sie können dies flexibel während Ihres Studiums entscheiden und vor allem, Sie können eine solche Entscheidung auch immer wieder rückgängig machen. Das heißt, bis zum Abschluss Ihres Studiums haben Sie die volle Flexibilität. Das erfordert Eigeninitiative von Ihnen, aber es erlaubt Ihnen auch wirklich das Maximum aus diesem Studium rauszuholen. Ein gutes Angebot zum Berufseinstieg ist der regelmäßige Career Day. Da kommen viele spannende Unternehmen direkt zu uns auf den Campus. So kann man Kontakte zu Mitarbeitern in der Unternehmen knüpfen oder sich auch einfach nur interessante Vorträge anhören. Einmal im Jahr gibt es den Digitag. Das ist so ein kleines Sommerfest. Das besondere Highlight immer auf dem Digi-Fest ist die Professorenband. Da spielen Professoren auf der Bühne und singen. Es gibt sehr vielfältige Bereiche, wo ich nach meinem Studium anfangen kann. Ich kann verschiedene Schwerpunkte wählen und in den Marketingbereich gehen oder Management, Finanzen. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Wir, die LTI-Gruppe, sind tätig in der Automatisierungstechnik, in der Sensorik, in den erneuerbaren Energien. Und mit unseren Sensoren sind wir auch auf dem Mars, in dem Marsfahrzeug. Am spannendsten in meinem Bereich ist die Vielfältigkeit. Wir machen sowohl Controlling-Tätigkeiten als auch ganz normale Buchhaltungstätigkeiten, haben diverse Unternehmenszukäufe absolviert, die ich begleiten durfte. Somit kann man wirklich alles, was man auch in der Theorie im Studium mal angeschnitten hatte, hier mit praktischen Beispielen wunderbar belegen. Ich habe schon früh gemerkt, dass der Luftverkehr mich begeistert und habe daher nach dem Abitur darauf gesetzt, dass ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften ein guter Schlüssel sein könnte, um später einmal in einem internationalen Aviation-Konzern arbeiten zu können. Am liebsten natürlich bei der Lufthansa. Heute bin ich in Frankfurt in der Konzernzentrale für das Konzernrisikomanagement zuständig und profitiere jeden Tag von dem vielfältigen Wissen, das die Uni Gießen mir vermitteln konnte. Aus eigener Erfahrung kann ich empfehlen, frühzeitig Kontakte zu knüpfen. Kontakte einerseits mit den Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern, zum anderen aber auch ganz wichtig mit der Praxis.
Das Studium hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich ja bis heute andauernde Freundschaften habe mit Kommilitonen, mit denen ich zusammen das Studium meistern konnte. Und weil die Uni Gießen, der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, doch ein sehr breites Spektrum an wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten vermittelt hat, von denen ich heute doch tagtäglich profitieren kann. Sie haben mir doch gezeigt, und insbesondere die Seminare, wie man eigenständig arbeitet, wie man ja, zielorientiert eine Themenstellung bearbeitet, wie man unter zeitlichem Druck ein Thema auch nach Hause fährt. Und genau das sind die Kompetenzen, die mir heute jeden Tag sehr viel weiterhelfen. ETERRA Wind ist ein Windparkprojektierer. Das bedeutet, wir planen und errichten Windparks deutschlandweit. Mein Job bei ETERRA Wind ist die Projektleitung. Das heißt, ich begleite die Entstehung von einem solchen Windpark von Anfang bis Ende. Das betriebswirtschaftliche Studium bildet klar die Grundlagen für den Job, den ich mache. Ich rede den einen Tag mit dem Landwirt, am nächsten Tag sitze ich mit Bankern am Tisch. Dann gehe ich in den Wald, wo wir vielleicht die Zuwegung für den Windpark machen können. Ich bin nach Gießen nur wegen des Studiums gekommen, aber das habe ich bis heute nicht bereut. Denn hier habe ich total viele Freundschaften gefunden und ich habe eine echte Bindung jetzt an die Region Mittelhessen und bin auch deswegen hier in Gießen geblieben. Mir gefällt das Studium hier richtig gut. Mir auch.